Also mir scheint, als seid ihr noch immer nicht auf dem rechten Pfad. Daher helfe ich euch mit einem ultimativen Indiz. Wenn die Passion fehlt, fehlt alles. Ohne Leidenschaft ist nichts zu erreichen. Wer gut aufgepasst hat, könnte jetzt Bescheid wissen. Ja, krass. Krass. Der macht krass. Krass. Oder heißt Käser? Es ist ein krass. Ja, es ist ein Käse auf alle Fälle gewesen. Aber die Frage ist jetzt eben. Das ist doch ein Hafenkäse. Das ist ein Hafenkäse. Wir entscheiden später. Käsestü. Das wäre eben bei meinen so. Eben. Ah. Mhm. Okay. Let's go. Gib nochmal alles. My old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was playing in my brain still remain within the sound of silence, and in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing. And the people proud and pray to the neon god they made, and the signs flush out its warning, and the world that it was forming, and the signs said I want the prophets. Das ist gut. Nochmal mit einer tollen Performance. Und hey, es war im Fall der allerletzte Song mit Maske. Nein! Es ist schon so. Ich bin noch nicht bereit. Du bist noch nicht ready. Aber was für einen schönen. Also, da ist mir auch wirklich im Kopf geblieben, der Song. Und ich glaube, er hat jetzt nochmal besser gesungen. Und nochmal. Aber hat man schon dann gut gesungen? Also Wahnsinn. Ich habe dort schon Hühnerhut und jetzt noch mehr. Das ist unglaublich gut. Also ich hoffe, dass du Kinder hast und diesen Kind fleissig vorsingst. So viel. Wirklich schön. Ja, wer noch nicht, dann sicherlich ab heute. Und was meinst du, wer ist er, der Seegott? Du bist jetzt nur durch das Indiz noch bestätigt, gell? Ja, wobei, ich habe gesagt, der Nöldi Vorer, der Käser ist, und du hast gesagt, der Remo Käser. Nein, wie eine Win-Win-Situation. Käser Remo. Und dann ist ja, ich,
Entschuldigung. Ja, dann ist mir noch ein Schwinger in den Sinn gekommen, der Sempach-Metto, der noch ein Werbegesicht ist für einen Käse. Jetzt hätten wir noch einen dritten. Kannst ja du den Sempach? Nein, nein, ich bleibe beim Franco. Ja. Weil man beim Melofahren im Käse gegessen hat. Richtig, vielleicht ist Käse vom Franco sozusagen das Power... Snack. Snack gewesen. So. Ja. Ich habe schon viele Velofahrer gesehen, die Käse gegessen haben. Beim Velofahren. Richtig. Oder dem Franco geht es so wie mir und wir sind einfach grosse Raclette-Liebhaber. Ja. Vielleicht ist das... Vielleicht. Sag schnell, wenn du nicht machst, ein Stückchen Emmental. Er ist zwar nicht so sicher, aber ich bleibe trotzdem dabei. Giggelt er wieder. Er wackelt immer den ganzen Körper gewackelt, wenn er giggelt. Also der Nöldi vorher, ja genau so. Der Nöldi vorher hat sogar einen Käse erfunden. Oh, jetzt. Wow, jetzt. Ja. Okay. Aber ich weiss, was war nochmal? Warum der Käse? Wegen dem Remo-Käser? Ja, nein, es war ein Käse dort im Indiz. Im Indiz, du bist... Schau, schau ja. Alles unter. Wenn wir endlich mal etwas anfangen also, mit den Indizien. Genau, also wir passen schon auf. Ja, wir sind voll da. Ich teste immer wieder ein bisschen den Look. Ja. Aber. Ja, es ist ja das letzte Mal, dass wir uns heute so sehen. Es ist schade. Aber es ist so. Aber es ist so. Ist so. Bald wieder. Aber hast jetzt du... Bleibst du bei einem Schwinger, beim Remo Käser, oder hast du... Ein neuer Name. Ich habe ja einfach dort leider ist mein Repertoire an Namen dort auch nicht wirklich grösser geworden. Das ist das Thema, wo ich nicht wirklich so drin bin. Und ich bin weiterhin noch nicht wirklich schlau geworden. Das Einzige, was ich noch herausgefunden habe, dass es nicht der Quellenweg 4 ist, sondern die 4 Quellenwege. Das habe ich noch herausgefunden. Wer wohnt am Quellenweg 4? Das ist also umgekehrt. Und das sind dann die 4 Flüsse, oder? Ah, oh, eben. Ja, aber ja. Warte, das mache ich für dich jetzt. Ich bin Geografielehrer im früheren Leben. Geografielehrer in der Luca. Ja, aber deswegen, nein, ich bleibe bei Remo Käser. Aber genau, streichle den Stein. Aber ich werde nicht schlau aus dem Segel. Das tut mir leid, aber ich bin völlig gespannt, ja, wer es schlussendlich ist. Ja, aber ich sage jetzt nochmal Remo Käser, weil ich Käse habe gesehen. Also gut, ich fasse. Wir haben einmal Remo, dann haben wir Franco und den Nöldi. Ist das richtig? Ja. Steffi happy, Stefanis, Steffi und Stefanie. Also mehr happy, wenn ich kann man gar nicht sein. Also ich bin happy sozusagen. Sehr gut. So happy. Jetzt schauen wir, ob wir Zuschauerinnen und Zuschauer auch happy machen, wenn sie nämlich wollen, dass der Seegott der Gewinner wird. Dann müssen sie jetzt noch mal einmal anrufen. 0901 54 46 Endziffer 05 für den Seegott oder 05 für SMS an Nummer 377. Und da ist der zweite Aspirant auf der